Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3. Jetzt ist wieder Forza dann. Leider kommt das Video nicht auf den Freitag, weil ich bis 7 Uhr bei einer Feuerwehrübung war. Die hat leider um 12 begonnen. Jetzt ist gerade 10 nach 7. Dementsprechend nehme ich das jetzt noch kurz vor einem Multiplayer für euch auf. Das hier sowie das Video zum Review. Kann sein, dass beide ein bisschen kürzer ausfallen wie sonst. Aber ja, seid mir diesbezüglich bitte nicht böse. Ist beim besten Willen nicht beabsichtigt. Beziehungsweise, ja, es geht sich zeitlich nicht anders aus. Wir verlabern hier aber schon wieder viel zu viel Zeit, wobei sind nicht mal eine Minute rum, seitdem ich die Aufnahme gestartet habe. Scheiß drauf, wir schauen gleich mal hier rein. Outback Exclusive, was müssen wir machen? Schließen Sie ein Straßenrennen ab, um den Porsche Carrera GT zu gewinnen, das machen wir natürlich. Wir müssen auch noch eine Löffelisten-Herausforderung, die im Outback endet, ab um 75.000 EP. Wir machen auf jeden Fall mal das mit dem Carrera GT und ansonsten machen wir das einfach mal ein Video, wo beides in einem ist. Ich würde aber sagen, wir nehmen uns ein anderes Auto. Das machen wir gleich hier. Was nehmen wir denn Schönes? Ich würde sogar für ein Straßenrennen würde ich sogar den Audi R8 nehmen. Und zwar den wir in der Wörthersee-Folge gefahren sind. Übrigens, apropos Wörthersee. Ja, ich habe mich doch umentschieden. Ich werde wahrscheinlich zum Haupttreffen runterfahren. Ich gebe dem mal eine Chance. So viele Vollidioten, wie wir jetzt beim Vortreffen teilweise unten waren. Es sind nicht alle, also nur ein paar. Aber es waren halt doch ein paar, die ziemlich ausgerastet sind. Hoffe ich einfach mal, dass jetzt das richtige Treffen dementsprechend angenehmer ist. Und Donnerstag sind dann hoffentlich noch nicht ganz so viele Leute da. Dann kann ich einerseits zum Stand von Daniel abschauen. Der ist nämlich nur donnerstags dort. Kann ich einerseits dahin, was ich gerne sehen möchte. Und ja, mal schauen, vielleicht ist sonst noch irgendjemand unten von den YouTubern, die man so kennt. Wäre natürlich geil. Hier vorne haben wir gleich mal ein Straßenrennen. Das machen wir gleich mal, würde ich sagen. Und dann bin ich schon gespannt. Vielleicht kann man es ja sogar gewinnen, das wäre natürlich geil. Also wenn wir das jetzt hier gewinnen könnten, das wäre natürlich hier die Crème de la Crème hier. Ja. Nur, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, glaube ich, weniger. Wir schauen einfach mal. Die Ladezeiten hier sind ja wieder mal desaströs hier. Ne, wisst ihr was, was wir machen? Wir kombinieren das Video jetzt, weil dann passt es auch wieder mit einem Review für den Samstag. Dann kombinieren wir das Ganze einfach. Und ja, sofern das hier mal das Ganze startet, ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile schon so, dass wir das Spiel neu starten müssen. Ist ja schon wieder super hier. Beenden. Dann öffnen wir es gleich nochmal. Ja, hilft halt alles nichts, dann müssen wir durch. Ist zwar ein bisschen blöd, aber naja, ist halt so. Aber die Ladezeiten, beziehungsweise bis das Ganze wieder hochgestartet ist, das dauert einfach so lange. Ja, mit Facecam wäre das jetzt vielleicht ein bisschen interessanter für euch, aber ich bin nicht so ein Freund von der Facecam. Dementsprechend lassen wir das besser mal. So, und die Ladezeiten, die sind halt... So ein kleiner Seufzer zwischendurch hat auch irgendwie was. Ich bin irgendwie noch ganz verschwitzt. Es wäre geil, noch vorher duschen gehen, aber es geht sich halt, glaube ich, zeitlich beim besten Willen nicht mehr aus. Ja. Ist halt so, würde ich mal behaupten. So, dann gehen wir mal hier auf Fahren. Haben wir auch so einen kleinen Carporn mit dabei. Oh, ich finde den R8 finde ich schon geil. Jetzt hoffen wir nur, dass er auch im Rennen performen kann. Ich habe zwar irgendwie Angst, aber wir nehmen nochmal. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten.
Wir versuchen trotzdem nochmal dasselbe Straßenrennen und da ist mir der Arsch ein bisschen zu weit drüber gegangen. So, dann starten wir mal das Ganze. Wenn es nicht geht jetzt, dann lasse ich das Ganze. Jetzt geht es normalerweise dann schnell beim Hochziehen, genau. Und jetzt wird es auch finster und dementsprechend können wir das Ganze fahren. Wie gesagt, dann machen wir einfach gleich Review und Fahrzeug in einem. Ich habe ja zum Glück jetzt schon die Daten rausgesucht, dementsprechend können wir das Ganze dann auch machen. Ja. Aber erstmal hier Rennveranstaltung starten. Klar, wir stehen wieder ganz hinten. Zum Glück starten vorneweg die Rennautos, die haben nicht ganz so viel Grip. Ja, okay, gegen den Ford geht die da vorne, könnte es knifflig werden. Die Rennautos halten gerade so ein bisschen aus, das ist halt der Vorteil von uns beiden hier vorne. Aber die sind halt in den Kurven schnell, die Dinger. Ja, okay, es sind schon mittlerweile die ersten durch, weil ich glaube, das, oder ist das auch eine Rennkorvette? Ne, ich glaube, es ist ein gelbes Licht, das heißt, es müsste eine Rennkorvette sein. Die hat halt in der Kurve weitaus mehr Grip wie wir. Naja, wir müssen es ja nicht gewinnen, wir müssen es immer bestreiten. Also da sind schon Geschosse mit dabei, aber ich habe halt ehrlich gesagt keine Chance, würde ich jetzt gerade nicht die Kollegen aufhalten. Da glaube ich das Centenario, das erste Element auch durch, genau sage ich ja. Gut, oben raus kommen wir halt wieder ein bisschen nach vorne. Wobei da ein LaFerrari langsam ist, verstehe ich nicht. Oder warum er langsam ist, sagen wir mal so. Da fehlt mir einfach der Kurvenspeed. Ich muss ehrlich sagen, der Dacho gefällt mir so aktuell nicht. Er sieht irgendwie verwaschen aus. Das ist eine verflixte Kurve hier. So, jetzt kommt er wieder, der LaFerrari. Nice. Top 5 wäre natürlich geil, wenn wir den hier halten können. Und ja, es sieht momentan stark dann auch aus. Wenn sie sogar noch den vierten. Der Wert jetzt. Vierter. Es ging sich knapp aus hier. Ich hatte fast meinen Platz hier weggeschenkt. Wow. Das war mal knapp hier gegen den Sesto. Naja, die Ford GT Rise Edition hat mit Abstand triumphiert, beziehungsweise mit dem Sonder R zusammen. Aber ja, ich bin aktuell ein bisschen müde. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Ford GT und es ist Nacht. Schlechte Kombination. Den Carrera GT. Würde ich sagen, springen wir in den Außenposten. Da können wir nämlich das Ding nämlich ansehen. Dann schauen wir mal, was das Ding so alles an ja, optischen Elementen so bietet. Nicht so bietet. Käfer brauchen wir jetzt hier nicht. Einmal hier eine Route hinter, fahren wir schnell. Also ich würde an seiner Stelle mal die Dachobeleuchtung ein bisschen zurückdrehen, die ist ein bisschen zu stark.
Jawohl. Oh, du ist Wasser. Hab ich ganz vergessen. Fahren wir halt mit dem Carrera GT hier in der Nacht. Eine getunte Folge gibt halt diese Woche nicht, weil ich einfach keine Zeit dazu habe. Tut mir leid. Aber ihr könnt ihn euch ja wünschen, den Carrera GT. So ist es ja nicht. Wünscht ihr euch einfach. Und dann passt das schon. Alles dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Du kannst dir natürlich auch andere Fahrzeuge wünschen. Wir nehmen jetzt aber als erstes mal den Carrera GT. Wo haben wir den Kollegen? Hier haben wir seinen Nachfolger. Hier ist er. So unscheinheilig. Also so viel Unterschied. Also man merkt zumindest, dass es der Nachfolger vom Carrera GT ist, beziehungsweise der Nachfolger von dem hier. Also das merkt man definitiv. Wir steigen hier mal ein und dann schauen wir uns den Kollegen mal an. Ein bisschen was zum Auto an sich. Der Carrera GT besitzt einen 10-Zylinder-Motor. Das Ganze natürlich in einer V-Form, also ein V10-Mittelmotor, längs eingebaut. Hat 5,7 Liter Hubraum, hat 620 PS, beziehungsweise 590 Newtonmeter, was ordentlich ist. Wir schauen uns mal gleich mal hier den Motor an. Ah, genau, er hat einen ausfahrbaren Spoiler. Hat mehr oder weniger so eine aktive Aerodynamik. Und hier sieht man schon ein bisschen was des Porsche Aggregats. Ja. Ich würde sagen, klein aber groß aber oho, so. Oder klein aber oho. Er wirkt außen größer als wie was er wirklich ist, der Motor. Ja. Und das ist ja nur die Ansaugbrücke, die man hier in der Mitte sieht. Also dementsprechend, ja, wer weiß, wer weiß. Genau, er leistet 590 Newtonmeter, dreht maximal bis 8400 Umdrehungen. Hier haben wir wieder unser Handtäschchenraum, mehr ist es ja nicht, mehr bringst du auch nicht rein. Hier Beifahrersitz ist, ja, ein bisschen schalenmäßig. Hier unten haben wir schön Carbon, und ja, das was man da braucht ist drin, mehr aber auch nicht. Ist handgeschalten das Ding, das finde ich interessant. Genau, 106,7 PS hat er pro Liter Hubraum, ist natürlich auch beachtlich. Er hat ein quer eingebautes Sechsganggetriebe, natürlich auf die Hinterachse angetrieben mit einem Einmassensprung. Und ja, den Rest will ich euch nicht mehr vorlesen, bis auf das, dass er 334 km/h Spitze schafft. Und ja, in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 sprintet. Das ist schon mal ordentlich. Ich würde sagen, wir schmeißen den Hobel mal an. Das verspricht Spaß und dementsprechend gehen wir hier gleich auf die Straße und fahren da eine Runde. So, wo kommt er denn, der Kollege? Da kommt er. Wir drehen hier aber bis 9000. Sondern nicht nur bis 8,5 eigentlich drin. Hoppala, jetzt habe ich hier den Zaun übersehen, vor lauter zurückgeschrollen. Genau, maximale Drehzahl 8400. Das Spiel sagt hier was anderes. Jetzt, wer lügt? Das Spiel oder Wikipedia? Er dreht genau bis 9000. Ja, okay, ist gut. Schauen wir mal, ob wir die Leistungsdaten so weit drin haben. Das stimmt, wir haben 450 kW jetzt, glaube ich, vorhin Spitze gehabt. Ja, 451, das passt, 450 sind es serienmäßig und wir haben einen Drehmoment von ja, 571 Newtonmeter maximal bis jetzt gehabt. Müssen wir mal kurz ein bisschen runterbremsen. Und da haben wir auch die 590 Newtonmeter, also von dem her stimmt das alles relativ gut. Kann man auf jeden Fall so lassen. Klangtechnisch ist er geil. Ist ja richtig geil. Also der V10, der hat was. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das dasselbe ist wie im vorherigen Audi R8 beziehungsweise Lamborghini Gallardo. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, könnt ihr mir aber mal in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, suchen wir noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Handling-Passage und schauen, wie er sich da so verhält. Auf jeden Fall ein geiles Auto-Tuning-Möglichkeit müssen wir uns natürlich auch noch ansehen.
Und hier haben wir einen Baum mitgenommen. Das finde ich auch geil, hier die Durchlässe. Also, das sind wirkliche Durchlässe, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da auch durchsehen kann. Und er bringt sehr schnell die Kraft auf den Boden, trotz Hinterradantrieb. Also die 600 PS hat das sehr schnell auf dem Boden. Das kann ein Ami nicht so schnell. Also das muss man schon mal sagen. Du willst ein Rennen? Das ist ein Sonder. Das könnte mir jetzt Zeit gekostet haben. Damit das Rennen. Aber ich konnte nicht zurückspulen. Ja, das hat mich zu 100% das Rennen gekostet. Der fährt jetzt nämlich schon hier die Schräge hoch. Ja, nee, hat mich das Rennen gekostet. Definitiv. Aber ja, er passt halt nicht rüber, weil durch der Kollege hier ist mir Tag. Das ist ja schon mal was Positives. Das Kopf-an-Kopf-Rennen verloren und dann will ich einfach eine Revanche hier. Es fährt auf einmal Porsche hier. Einfach unterm Rennen das Auto gewechselt. Nee, ist jetzt der Yannick. Also der Spoiler sieht halt ein bisschen komisch aus, das muss man den Wagen lassen, also da gibt es auf jeden Fall was Schöneres. Aber man muss halt bedenken, das Auto ist halt auch schon ein paar Jahre alt. Müssen wir nachher kurz nachschauen, das habe ich jetzt irgendwie vergessen, dass ich das mal mache. Es ist halt alles heute ein bisschen anders, es ist alles ein bisschen anders. Aber ja, ich wollte es euch dann trotzdem präsentieren und vor allem, ich wollte mir trotzdem den Wagen holen. Und wenn ich den Wagen mir schon hole, dann kann ich es auch gleich aufnehmen, finde ich. Und ja, handlingstechnisch muss man, glaube ich, noch ein bisschen was anlegen. Da ist er nicht ganz auf Spitzenniveau. Aber ja, man braucht auch immer noch ein bisschen Tuning-Potenzial. Servus Yannick, danke für die Kohle. Apropos Kohle, habe ich da die Nachricht schon gekriegt. Schauen wir mal. Ja, unser Driver da ist wieder bei einigen Rennen mitgefahren. Wir haben hier ein geschenktes Geld, das nehmen wir natürlich mit. Und ja, der Wagen ist aus dem Jahre 2003. Also für damals war so eine aktive Aerodynamik auf jeden Fall schon was Besonderes. Zumindest für so ein, ja, beinahe Serienauto. Ich sage jetzt beabsichtigt beinahe Serienauto. Auto für jedermann so. Serienauto ist es ja eins, nur in geringeren Stückzahlen gebaut und ja, das hat er nicht jeder wollte, sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, und für damals, wie gesagt, richtig geiles Auto. Also, da haben sich, glaube ich, alle ihre 10 Finger danach geschleckt. Das ist auch heute immer noch ein interessantes Auto. Aber wenn dir einmal der Arsch kommt, ist ja der Radstand so lang, wenn du schaust. Also der hat schon einen ordentlichen Radstand, dass du den schwer abfängst. Dann würde ich sagen, schauen wir noch, was er so an Tuning-Potenzial mit sich bringt. Und dann beenden wir die Folge. Dann sind wir ungefähr in so unserem normalen Zeitspektrum, was wir normalerweise in dem Vorsatz machen. Aber ja, wie gesagt, heute alles ein bisschen anders. Genau, das ist das Auto, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wir gehen hier auf Upgrades, individuelle Upgrades. Wir haben ja auch schon Zentralverschlüsse, aber wie man hier gesehen hat, mit zwei verschiedenen Farben, links und rechts. Auch irgendwie was Geiles. Wir schauen hier mal rein beim Motor, was können wir da machen? Wir können Renneransaugung machen, wir können, ja, für was reingehen, wir können so auch rüberschauen. Ein bisschen was zum Optimieren gibt es dann immer noch. Wir können hier ein Offroad-Fahrwerk, das heißt, wir haben schon ein Rennfahrwerk, das heißt, wir können schon richtig viel einstellen. Wir können ihn nochmal leichter machen, wir können getriebetechnisch noch ein bisschen was bearbeiten. Wir können, reifentechnisch bin ich jetzt gespannt. Ja, okay, da können wir noch hochgehen auf Rennreifen. Also das ist noch ein großes Spielraum. Ein großer Spielraum so. Reifenbreite geht auch noch einiges, gleich wie hinten. Da geht auch noch ein bisschen was. Wir könnten Felgen ändern, aber da wäre man schon dumm, wenn man vom Zentralverschluss weggeht.
Aerodynamisch können wir hier auf Forza Spoiler setzen. Gleich wie hinten auch auf Forza Spoiler. Ja, okay, das sieht verkehrt aus. Mit zwei Spoilern, das sieht einfach verkehrt aus. Wir können auch noch Umbauten machen. Wir schätzen mal motortechnisch auf. Oh, das wundert mich jetzt aber hier, dass wir hier auf dem V8, so V8 Hybrid. Ja, okay. Das ist der Motor vom 918. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wir können hier auf Allrad umbauen, gleich wie wir hier noch den Motor zwangsbeatmen könnten. So viel zum Wagen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wäre natürlich ein Daumen hier nach oben sowie ein Abo sehr geil. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus, verabschiede mich und würde sagen, man sieht sich ganz normal bei den normalen Let's Play Folgen wieder. Ciao, Leute.